Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, ich grüße dich ganz herzlich hier zur 21-Tage-Challenge. Raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit, rein in die Seelenfreude. Herzlich willkommen zu Tag 1 ab heute. Jeden Tag 12:30 Uhr hier in unserer großartigen Community. Bald sind wir 3000. 3000 Mitglieder hier in unserer Gruppe. Wow. Wenn hier jeder um 12:30 Uhr online sein könnte, das wäre genial. Was könnten wir da ein Feld da draußen anstecken im Hinblick auf Heilung, im Hinblick auf, ja, andere Energien. Hallo liebe Irmgard, hallo liebe Silke. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, schenkt mir gerne mal Daumen hoch, Herzlein, irgendwelche Emojis. Sehr, sehr, sehr schön, da freue ich mich. Hallo, liebe Monika, schön, dich auch zu sehen. Und hallo, ihr Lieben, alle, die ich euch jetzt hier nicht sehen kann, vom Feld her, also vom Kommentarfeld her. Ich sehe, dass ich mehr Zuschauer habe. Es wird künftig hier so sein, dass ich hier mit euch wirklich weniger rede, sondern dass wir wirklich gleich ja da einsteigen, denn ich möchte es ein bisschen kurz halten, damit jeder von euch, egal wo er gerade ist, sei es auf der Arbeit oder im Homeoffice oder wo auch immer, wirklich auch mitmachen kann. Und so 15 Minuten kann man sich immer irgendwie ausklinken. Sei es, dass man auf dem Arbeitsplatz ist und dass man da einfach mal mit dem Handy ein ruhiges Örtchen verschwindet, ja? Okay, und ich möchte auch hier nicht in Energien eintauchen und den Dingen Energien schenken, was gerade da draußen alles so los ist. Da habe ich jetzt genügend Videos zu gemacht. Wenn du dich da noch informieren möchtest, dann scroll hier einfach in der Gruppe, da findest du einiges an Gedanken von mir. Darum darf es jetzt weniger gehen, sondern ich möchte mit dir zusammen jetzt wirklich hier sehr, sehr hilfreiche, heilende Impulse setzen, dass du mal wieder fühlst, wow, wie ist es denn, wenn ich mich von dem, was da draußen alles so abgeht, nicht nur zum jetzigen Zeitpunkt, sondern überhaupt auch in der Zukunft, nicht anstecken lasse, beziehungsweise vor allem unterscheiden kann, ist das wirklich meines oder sind das Dinge, die ich gerade unbewusst in mein Energiefeld aufgenommen habe, die mich gerade irgendwie beschäftigen oder belasten und wo ich vielleicht sogar glaube, es ist meins, weil ich glaube, die meisten von euch hier sind sehr feinfühlig, sind sehr wahrnehmend, sind sehr sensibel und das ist genau der Punkt, wo wir dann so dazu geneigt sind, einfach gerade weil wir sensibel sind und sehr in unserer Wahrnehmung sind, wo wir glauben, das ist unseres, nehmen es auf und das belastet uns natürlich dann entsprechend in der Richtung. Und da würde ich jetzt auch gern mit dir schon mal gleich einsteigen. Ich würde dich gern dazu einladen, die Augen zu schließen. Solltest du irgendwo unterwegs jetzt sein, dass du mit dem Hund spazieren gehst oder irgendwo in der freien Natur oder in Bus oder Bahn sitzt, egal. Kannst dann auch einfach Augen offen halten und einfach nur so einen Punkt avisieren. Wenn du jetzt nicht haben möchtest, dass dein Umfeld sich wundert, warum schließt die plötzlich die Augen, was ist mit der da los? Ja? Dann avisiere einfach mit offenen Augen einen Punkt. Ansonsten, wenn du alleine bist, dann schließ deine Augen. Ich schließe meine Augen jetzt auch mal. Dann gelingt es besser, in der Wahrnehmung zu sein, bei sich anzukommen. Spür mal die Sitzfläche, auf der du hockst und auch gerne mal den Boden unter deinen Füßen. Ich lade dich einmal, Kontakt zur Mutter Erde aufzunehmen, die uns nährt und trägt. Und spür mal die Sitzfläche, auf der du hockst. Und spür da gern auch mal nach, wie diese Sitzfläche dich trägt, ohne dass du etwas dazu tun musst, dass du dir jetzt erlauben kannst, einfach nur da zu sein. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, sodass die Energie auch frei fließen kann.
Die Hände gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet auf deine Oberschenkel legen, so wie um alles Gute aufzufangen. Und dann lade ich dich ein, jetzt einfach mal auszuatmen durch den Mund. Mach das einige Male in deinem eigenen Rhythmus, atme aus. Mach dich leer. Lass dich mit jedem Ausatmen mehr und mehr in deinen Körper sinken. Lass die Schultern sinken. Und erlaube dir so mehr und mehr im Hier und im Jetzt anzukommen, in dem Raum, in der Umgebung, in dem, der du dich gerade befindest. Sehr schön. Und lass dann den Atemstrom durch deine Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Beobachte einfach einen Moment deinen Atemstrom. Und dann lade ich dich ein, eine Hand auf dein Sakralchakra zu legen. Das liegt so eine Handbreit unter dem Bauchnabel. Und die andere Hand, frag da einfach mal deinen Körper. Vertrau dem ersten Impuls, wo du sie hinlegen möchtest. Leg diese Hand dann auf diesen Bereich, an diese Stelle an deinem Körper. Sehr schön. Und dann lade ich dich ein, dir jetzt vorzustellen, wie du über dein Sakralchakra den Atemstrom einströmen lässt. Jetzt einfach vorstellen, du atmest natürlich weiter durch die Nase ein. Stell dir einfach vor, wie der Atemstrom jetzt aber über dein Sakralchakra einströmt und wieder ausströmt. Ein und aus. Mach das Ganze in deinem eigenen Rhythmus. Lass den Atemstrom über dein Sakralchakra ein- und wieder ausströmen. Deshalb hast du die Hand da liegen. Dann kannst du dir das besser vorstellen. Die andere Hand liegt irgendwo an einer anderen Stelle an deinem Körper. Vertrau darauf, dass sie genau an der Stelle, wo du sie hingelegt hast, richtig ist. Und dann lass deinen Atemstrom jetzt mal für eine Minute in deinem eigenen Rhythmus ganz tief und genüsslich in dein Sakralchakra ein- und wieder ausströmen. Einfach vorstellen. Für eine Minute. Wenn du dich fragst, warum Sakralchakra, das ist der Ort, in dem deine Kreativität, deine Gaben, deine Stärken, dein Potenzial liegt. Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner anderen Hand, die irgendwo an einer anderen Körperstelle an deinem Körper aufliegt. Und stell dir vor, wie in diesem Bereich jetzt dein Atemstrom ein- und wieder ausströmt. Auch dazu hast du jetzt Zeit, eine Minute. Stell dir vor, wie über diesen Bereich jetzt dein Atemstrom ein- und ausströmt. Wunderbar.
Das Ganze machen wir jetzt noch im Wechsel. Einmal strömt ein Atemstrom durch dein Sakralchakra ein und aus. Jetzt gerne auch verbunden mit den Gedankenenergien, dass Licht, Liebe und Lebensenergie in diesen Bereich einströmen. Und mit jedem Ausatmen all die Energien, all die Dinge, die Themen, die da blockierend in deinem Energiesystem sind, warum auch immer, woher auch immer sie kommen, dass sie mit jedem Ausatmen deinen Körper verlassen. Das machst du jetzt abwechselnd mit deinem Sakralchakra und mit der Körperstelle, wo deine andere Hand liegt. Einmal Sakralchakra, einmal die andere Körperstelle. Ich habe meine andere Hand in den Brustbereich gelegt. Ganz tief und genüsslich Licht, Liebe und Lebensenergie einatmen. Und mit jedem Ausatmen einfach vorstellen, wie all das, was nicht wirklich zu dir gehört, deinen Körper verlässt. Mach auch das eine Minute. Wunderbar. Und dann lade ich dich ein, deine Hände jetzt wieder auf die Oberschenkel zu legen, mit den Handflächen nach oben gerichtet, so wie um alles Gute aufzufangen. Und jetzt nimm so mal deinen Körper wahr. Nimm mal wahr, wie es dir jetzt geht, wie dein Körper sich fühlt jetzt, wie du dich fühlst. Vielleicht bist du jetzt mehr bei dir angekommen, in deiner Ruhe. Bei dir selbst. Spür das mal nach. Erlaube dir, jetzt deiner Wahrnehmung zu vertrauen, wie es dir jetzt geht. Beobachte mal die Gedanken, die jetzt aufkommen, was es in dir denkt. Der Atemstrom fließt durch die Nase ganz leicht und frei ein und aus. Du beobachtest deine Gedanken. Lass die Gedanken kommen und wieder weiterziehen, ohne sie zu bewerten oder gar zu beurteilen. Sei ganz neugierig, welche Gedanken da jetzt aufkommen. Lass sie weiterziehen. Und dann lade ich dich jetzt mal einmal, die Frage auf dich wirken zu lassen, in die Beobachterrolle zu gehen. Wo kommt der nächste Gedanke her? Und dann beobachte mal, was geschieht, wenn du dir diese Frage stellst. Wo kommt der nächste Gedanke her? Noch eine weitere Frage. Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt der Denker, der Verstand rebelliert und es anfängt in dir zu denken, wie Farben können doch keine Gedanken haben. Was soll das denn jetzt? Das ist auch so gewollt. Denn vielleicht hast du festgestellt bei der Frage vorhin, wo kommt der nächste Gedanke her, dass du so für einen Bruchteil von Sekunden in der Neugierde warst, dass gar keine Gedanken aufkamen. Das sind so die Momente, wo wir so ganz bei uns sind. Und das ist auch eine gute Übung, die du machen kannst, wenn so viele Gedanken dir durch den Kopf schwirren.
die dir Energie rauben, die dich stressen. Dass du dir da die Frage stellst, einfach mal kurz die Augen schließt, wo kommt der nächste Gedanke her? Und so kannst du dich tagsüber immer und immer wieder üben, in deine Mitte zu kommen, bei dir zu sein und dich von so vielen, vielen, vielen unsinnigen Gedanken ein bisschen, ja, zu distanzieren, ein bisschen fernzuhalten und da so ein bisschen dich in der Gedankenkontrolle zu üben. Ohne den Anspruch zu haben, dass das jetzt alles perfekt sein muss oder wie es jetzt auch sein muss, wie es zu funktionieren hat. Einfach machen, einfach drauf einlassen und dir bewusst machen, du kannst jetzt wieder die Augen öffnen, bitte. Was für eine wunderbare Frau, was für ein wunderbarer Mann, was für eine wunderbare Persönlichkeit du eigentlich bist. Und ich lade dich auch ein, noch jetzt abschließend all die Gedanken, die aufkommen. Ich bin es nicht wert. Darf ich mir das jetzt erlauben? Kann ich das jetzt? Schaffe ich das jetzt? Ist irgendetwas falsch an mir? All diese bewertenden und beurteilenden Gedanken, dass du einfach nur diese wahrnimmst und denkst, hat es ja eine interessante Ansicht, was es da in mir denkt. Und sie dann einfach weiterfließen lässt. Okay? Ihr Lieben, wie geht's euch? Wow, Hilke, ich habe gerade auf sehr aggressive Weise an den Kopf geknallt bekommen, dass ich verantwortungslos bin, weil ich so denke, wie ich denke. Danke, dass du das hier teilst. Dazu darf ich euch gleich mal noch einen Impuls mitgeben. Weil ich habe heute Morgen auch hier in die Gruppe geschrieben, Erfolg ist, aufzuhören, so zu denken, wie die Masse denkt. Weil die Masse da draußen, die schiebt Panik und. Und du bist hier, weil du instinktiv spürst, das ist alles nicht deines. Du bist hierher gekommen, um deine Botschaft daraus in die Welt zu tragen. Und deshalb darfst du dir auch erlauben, deine eigenen Gedanken zu denken, dein eigenes Ding zu machen. Denn auch dazu lade ich dich ein, dir bewusst zu machen, die Masse da draußen ist wenig erfolgreich. Und wenn wir, und dazu gehörst du auch, du willst erfolgreich deinen Weg gehen, dann darfst oder gar musst du, ich verwende das Wörtchen muss ja nicht gerne, aber in dem Falle schon, anfangen, dir zu erlauben, deine eigenen Gedanken zu denken. Deine eigenen Gedanken, die zu dir gehören, die wirklich aus deinem wahren, ich nenne es jetzt mal göttlichen Kern kommen. Es nicht die Gedanken sind von der Masse und bei dir zu bleiben. Okay. Hallo liebe Mirja, hallo liebe Edeltraut, hallo liebe Monika, hallo liebe Christine. Ah, Hilke, sehr schön, danke, dass es dir wieder gut geht. Hallo Evelyn, hallo liebe Bettina. Ja, ihr Lieben, habt einen wunderbaren Tag noch. Danke für dein Sein, danke für euer Sein. Teilt gerne auch das Video hier, gibt es gerne auch weiter oder ladet auch gerne noch andere Menschen ein, wo ihr denkt, oh, dem könnte es auch gut tun. Und lasst uns hier gemeinsam dieses Energiefeld von heilsamen Energien weiter gemeinsam entfachen. Gemeinsam sind wir stark und jede einzelne Energie, die wir hier zusammentun können, potenziert das Ganze nochmal. Also, bis ganz bald. Wir sehen uns morgen spätestens um 12:30 Uhr wieder hier. Okay? Bis dahin. Ciao, ciao.